freue mich, hier zu stehen und insbesondere die Chance zu haben, den Aufbruch Gold-Rot-Schwarz hier heute präsentieren zu dürfen, weil es meiner Meinung nach ein sehr wichtiges Thema ist. Ihr merkt, ich bin auch ein bisschen nervös. Nö. Nö. Prima. Also ihr unterstützt mich einfach ganz fest, dann klappt das schon. Wichtig in der Hinsicht, weil ich auch gestern schon da war und gehört habe, dass es immer um das Thema Bewusstsein geht, mir selbst bewusst zu sein. Aber manchmal stelle ich mir die Frage, ob es auch jedem klar ist, wie das in der Praxis ausschaut und was sich tatsächlich dahinter verbirgt. Vielleicht nochmal ein ganz großes Dankeschön an euch für das, dass ihr euch auf die Fahne geschrieben habt, dieses Projekt zu initiieren, was sehr viel Kraft und Zeit kostet und vor allem so viele Menschen zu gewinnen. So. Okay. Dass ihr so viele Menschen begeistert und vor allem auch bei Laune halten könnt und dass es wirklich zu einer Art Imperium oder großes Unternehmen wird. Nicht zuletzt auch durch die Mitwirkung all derjenigen, die schon in den Beschlüssen letztes Jahr dabei waren und die immer wieder dazukommen und sich auch aktiv beteiligen und mit den Füßen schauen, wie ich glaube Charlotte Hesi gesagt hat. Fand ich klasse. Ich hatte jetzt gerade schon die Überleitung mehr oder minder gemacht. Es geht, Bewusstsein ist ein riesengroßes Thema. Es hat auch schon viele Bücher darüber gegeben, wissenschaftlicher Art, medizinischer Art. Da will ich nicht mitmischen, das ist nicht mein Thema. Ich bin Praktiker. Ich selbst habe einen sehr guten Lehrer gehabt, das war mein Leben. Und das hat mich schon sehr früh angefangen zu prägen. Das heißt, ich habe in jungen Jahren schon zeitig angefangen, die Dinge zu hinterfragen und habe mich nie damit abgefunden, dass die Dinge so sind, wie sie sind. Und bin halt dann mein eigenes Forschungsobjekt gewesen. Das heißt, ich habe an mir erprobt, was funktioniert nicht. Vielleicht noch ein bisschen was zu meiner Person. Nach meiner ganz klassischen Ausbildung als Kauffrau, BWLer und IHK-Projektleiter habe ich viele, viele, viele Ereignisse gehabt, die mich geprägt haben und letztendlich in meiner Selbstständigkeit und zuletzt in den letzten 6,5 Jahren als Coach für Persönlichkeitsentwicklung und Gesundheit wirken lassen. In dieser Aufgabe sind meine Hauptthemen Wahrnehmung, also Aufmerksamkeit oder das sich selbst bewusst zu sein. Da sind wir schon beim ersten Thema. Habe ich gerade hier hingeschrieben. Ist mir immer wieder aufgefallen, dass jeder es in den Mund nimmt, aber in die Praxis setzen es nur wenige um. Und dem möchte ich ein bisschen auf die Spur gehen und weil das Thema so groß ist, habe ich mir heute einen ganz kleinen Bereich rausgenommen, mit großer Wirkung. Und auch deswegen, weil es nach meinem Empfinden und nach meiner persönlichen Energie her ein ganz wichtiger Beitrag dazu sein kann, wie, und jetzt sind wir beim Thema, Unternehmensführung, die ein anderes Bewusstsein entwickeln, einen erheblichen Beitrag dazu haben, eine andere Welt zu kommen. Auch im System oder in der Struktur. Nochmal Lage peilen. Ich habe schon vorausgeschickt, dass dieses Wort, das ist mir auch gestern aufgefallen, sehr oft in den Mund genommen wird und jeder spricht davon. Es braucht aber auch, um das zu ermöglichen, braucht es die Voraussetzung, dass ich mir erstmal meinem Körper bewusst bin. Nämlich alles, was passiert, kann ich zuerst in der Regel auf meiner Körper oder spätestens dann, wenn ich es nicht schon vorher erlebt habe oder gefühlt habe, auf meiner Körperebene erkennen. Gestern in meiner Gruppe hat jemand ein
von den drei E's gesprochen. Erkennen, jetzt habe ich es vergessen, Erfahrung und Entscheiden. So, und um es zu erkennen, brauche ich halt eben auch die Bereitschaft der Eigenverantwortung. Ich brauche auch die eigene Wertschätzung zu mir und ich brauche vor allem Zeit. Das ist auch schon hier in mehrfacher Ausführung immer wieder gesagt worden. Und das sind die größten Hürden. Erlebe ich immer wieder, besonders in Unternehmen, egal ob das Mitarbeiter sind oder Führungskräfte. Ich habe doch gar keine Zeit. Ich muss ja das und das erledigen. Ja, wer sagt denn das? Wer bestimmt denn das? Ich bin der Chef. Und mir kann nur dann jemand was bestimmen, wenn ich mir die Bestimmung abnehmen lasse. In dem Fall wäre ich Opferhaltung. Und damit habe ich keine Verantwortung mehr. Das Gleiche gilt auch für Führungskräfte. Diejenigen, die in AG und AG geführten Unternehmen arbeiten, sind damit noch stärker konfrontiert, weil sie ja Benefit machen müssen. Schneller, besser, mehr. Hat aber dann auch eine Konsequenz. Dazu aber mehr später. Im Moment möchte ich noch ein bisschen bei der Allgemeinheit bleiben, damit auch jeder die Schritte ein Stück weit versteht, zumal ich hier nicht weiß, welches Grundverständnis hier jeder hat. Wir haben gesagt, das ist die Voraussetzung. Und damit das wirken kann, um mir selbst über die gesamte Zeit mir immer mehr und mehr selbst bewusst zu sein, so oft wie möglich in jeder Situation oder in jedem Moment. Und ihr glaubt gar nicht, wie viel passiert in Millisekunden. Ich spreche da auch aus Erfahrung, weil je mehr ich für mich erkenne, desto mehr erkenne ich, was ich noch nicht erkenne. Ich habe es hier bewusst anders gesagt, weil ich nicht von Wissen spreche. Wissen ist linkshirnig. Ich spreche von Intuition, von Menschlichkeit, von zurück zum Ursprung, zum Chor, zu mir selbst. Mir selbst bewusst zu sein. Okay? Ja, die wichtigste, um diese Voraussetzungen wirken lassen zu können, die hier eine Auswirkung haben, brauche ich erstmal eine bewusste Entscheidung, die meistens mit den Worten anfängt, ich will. Ich mache das. Ich überlege nicht und vielleicht und eventuell. Nein, ich mache es und zwar jetzt, nicht morgen und nicht übermorgen. Okay? Und den Willen. Und jeder, es geht bei mir heute nicht um richtig und falsch. Es geht hier nicht um Bewerten oder Beurteilen. Im Gegenteil, jeder entscheidet für sich, wie schnell, in welchem Tempo er für sich selbst bewusst sein möchte. Aber jeder hat die Verantwortung und jeder entscheidet darüber, ob er sie annehmen will oder nicht oder wann. Und Brille. Habt ihr hierzu jetzt nochmal Fragen? Ja, ich weiß. Aber ich bin ja doch ein bisschen eitel. Bitte? Mehr eitel als neugierig. Fast einmal was zu trinken. Da komme ich gleich noch dazu. Ich wollte jetzt erstmal, das ist die Grundlage, das sind einfach nur Sprünge. Das Thema hier, darüber könnten wir Tage sprechen. Normalerweise mache ich das mit einer Gruppe über 2,5 Tage, wo es auch um Kommunikation geht. Das sind Basics. Ich habe leider nicht so viel Zeit und deswegen versuche ich einfach trotzdem Struktur und so viel reinzugeben, dass ihr mitkommt. Okay? Deswegen Fragen dazu. Erstmal. Oh, danke schön. Wow, sehr Gentleman. Vielen Dank. Prost, cheers.
dazu keine Fragen mehr, zur Wertschätzung kommen wir gleich. Das ist sehr wichtig. Denn wenn ich mir keine Wertschätzung gebe, nehme ich mir nicht die Zeit und den Raum. Wenn ich nicht die Zeit und den Raum habe, habe ich keine Bereitschaft zur Eigenverantwortung und fehlt mir das Körperbewusstsein. Ergo, ich bin mir nicht selbstbewusst. Das heißt, ich habe auch einen Mangel im Selbstwertgefühl oder im Selbstbewusstsein. Und das hat einen erheblichen Einfluss auf mein Tun, auf mein Denken und auf mein Handeln. Ich habe mir dann überlegt, wie kann ich das am besten euch nahe bringen, ohne hier lange rumzulabern, weil ich weiß es ja, oder ich habe es erfahren und ich erfahre es immer wieder, sondern ich habe mir gedacht, ist ein bisschen spannender, wenn ich euch mit einbinde. Und ich hoffe auf hohe Beteiligung und Mitwirkung. Wie gesagt, es gibt kein richtig und kein falsch bei mir. Es gibt nur den Mut und den Willen zur Veränderung und Neues zu erfahren oder vielleicht auch den einen oder anderen Aspekt neu von hier mitzunehmen. Um zu deutlich zu machen, wie wichtig Wertschätzung ist und in wie vielen kleinen Elementen es in der Praxis versteckt ist, habe ich drei Beispiele. Ich habe euer Versprechen, dass ihr mitmacht, oder? Ja. Yeah. Na, das geht aber besser. Yeah. Schlaft ihr noch? Also aufwachen, aufgepasst. Erstes Beispiel. Auch die Herren der Schöpfung dürfen hier mitmachen, wenn sie wollen. Ich schaue euch alle drei an. Aber betroffene Hunde bellen. Mal angenommen, vielleicht, es ist nur eine Art Beispiel, aber wenn jemand ein ähnliches Beispiel hat, kann er gerne aus diesem Beispiel raus antworten. Es geht hier nur was, um zu explorieren und was deutlich zu machen, mehr nicht. Mal angenommen, Sie haben einen ganz, ganz wichtigen Termin. Um 9 Uhr, da das Thema Unternehmensführung ist oder Unternehmen, habe ich bewusst Beispiele aus der Arbeit gebracht oder die damit zusammenhängen. Okay? Sie haben einen wichtigen Termin, der überwichtig ist für Sie, in einem Unternehmen X um 9 Uhr. Fahrzeit beträgt 2 Stunden. Sie stehen in der Früh auf und spüren, falls Sie es spüren, Ihnen geht es ziemlich grauselig. Sie fühlen sich taumelig und eigentlich nicht wirklich ambitioniert, Ihren Fahrzeit anzutreten. Was tut ihr? Bitte? Das ist eine gute Idee. Das ist mutig. Bitte? Gut. Was noch? Ich rufe an und frage, ob es sich vielleicht gerade gut trifft. Sehr gut. Das war gut. Er geht ins Bett, nämlich er sorgt für sich selber. Sehr gut. Aber damit ist es nicht allein getan. Es gibt ja noch ein paar andere, die auf ihn warten. Ja, ja. Aber das war gut. Sie ruft an. Damit ist schon was passiert. Wie heißt du? Albert hat für sich gesorgt, indem er sich ins Bett legt. Und du, wie ist dein Name? Tatjana. Na, ich gehe schon hinterher auch wieder ins Bett. Ja. Das ist jetzt spannend. Wieso hast du das jetzt nachgegeben? Naja, erstmal, es zeigt die Erfahrung, dass es oft sich trifft, wenn ich so. Das ist Erklärung, das ist Kopf links hier nicht weg. Naja, es ist ganz oft so, dass der Gegenüber sagt, Mensch, Gott sei Dank, mir passt es auch gerade nicht. Ja, aber das ist Erklärung. Da ist ein Moment gewesen, ich habe ihr ja nichts gesagt, ich habe sie ja nicht verurteilt, weil sie nicht ins Bett geht. Was ist da in diesem klitzekleinen Moment passiert, wo sie ihre Aufmerksamkeit nicht hatte? Sie wollte noch was nachlegen. Und dieses Nachlegen, da ist eine Emotion passiert.
die sie nicht wahrgenommen hat auf der Körperebene, weil sie im Kopf war. Sie musste ja erklären, und der Kopf ist übrigens ziemlich schnell. Also das Bewusstsein, der Verstand. Und damit fortgerannt ist, und damit hat sie schon in einer Emotion gelebt oder die hochgekommen ist aus irgendeinem Anlass, der ihr nicht bewusst war. Okay, du hast gesagt, Tatjana, das war sehr gut, dass du den Menschen anrufst. Und ich habe hier gesagt, er hat für sich gesorgt und hat sich ins Bett gelegt. Kann ich aber auch was dazu sagen? Ja, 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 Moment, nee, zu schnell. Wir nehmen uns Zeit. Kann sein, ich kann nachdem in die Ruhe kommt, bevor ich wieder aufhört, auch anrufen und sagen, so mit und nicht. Ja klar, es kann so viel passieren. Darüber reden wir ja gerade. Und ich will euch beweisen, wie klein die Momente sind, wo es ihr euch nicht wahrnehmt. Das passiert mir ständig. Oder nicht mehr so oft wie früher, aber trotzdem noch. Was in Gottes Namen hat dich dann dazu angetrieben, außer bei deiner Aussage, ich habe ja nichts Neues gefragt oder behauptet, ich habe ja nicht gesagt, du legst dich nicht ins Bett. Warum hast du dich in die Tat schreitend, oder was war der Impuls, das dich dazu angespornt hat, mehr zu sagen als notwendig? Und dieser Moment war dir nicht bewusst. Wir haben hier ein Bewusstsein. Weil ich gedanklich schon bei dem bin, ehrlich zu meinem Telefonpartner zu sein und zu sagen, mir geht's nicht gut, ich glaube, ich bin heute im Bett besser aufgehoben. Ja, das ist aber nicht der Grund. Du bist hier im Erklären, du bist hier im Kopf, du erklärst. Ja, muss ich doch. Ich muss doch erklären, warum ich nicht komme. Nee, musst du nicht. Dir geht's nicht gut und du verschiebst den Termin, Punkt. Was du dann machst in der Zeit, ob du Nase bohrst, ob du eine Meditation machst, ist völlig wurscht. Das interessiert dich. Aber, ne, zu sagen, bitte? Es entspricht mir einfach zu sagen, ehrlich zu sein und zu sagen, was der Grund ist. Und damit fahre ich an sich auch ganz gut. Der Ansatz, ich glaube es dir, der Ansatz, den du damit verbindest und dass du dich retten möchtest, verstehe ich sehr gut. Bist du nicht gerade auch ein bisschen verkauft? Nein, 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 warte, ich bin überhaupt nicht verkauft. Sondern ich möchte einfach das so stehen lassen, weil wir hier von Gefühlen sprechen. Und das ist Erklärung. Ja, genau. Wie viel Zeit habe ich noch? Keine. Echt, ist es schon weg? Ah, sorry. Okay, also Beispiel ist, dass wir uns in dem Beispiel definitiv in die Verantwortung gehen, dass ich für mich sorge, dann gucke ich auch, für mich sorgen heißt, ich lege mich wieder hin oder ich mache eine Meditation. B heißt, ich rufe an, wie Tatjana richtigerweise gesagt hat. Und C ist, ich vertraue darauf, dass ich meine Dinge doch noch erledigen kann. Das heißt, hier geht es sehr viel darum. Anderes Beispiel, wie viele Beispiele? Naja, ich habe keine Zeit mehr. Alle Zeit der Welt, es ist so spannend, ich sag's euch. Ich mache einen kleinen Sprung. Bis schnell eine halbe Stunde vorbeigeht. In dem Moment, wo die Dinge passieren in meinem Leben, in meinem täglichen Leben, bin ich mehr von der linken Gehirnhälfte gesteuert als von meiner Intuition und von meinem Bewusstsein. Also sprich von meinem Körperbewusstsein, mir Selbstbewusstsein, weil ich mir die Zeit meistens nicht nehme, b nicht die Wertschätzung habe, dass ich wichtig bin und sonst erstmal gar nichts, weil Verpflichtungen und solche Sachen mehrere Konfliktsituationen reinspielen. Das heißt, das, was hier auf der linken Seite steht, dass du, das soziale Umfeld, die Arbeit, die Familie oder anderes, sind alles Einflussfaktoren und Steuerelemente, die mich dazu davon abhalten, das zu tun, was ich wirklich will. Wenn ich jetzt das auf Unternehmen und Unternehmensführung zurückführe, heißt es so, und gibt es auch Fragebeispiele, das heißt, wir agieren in der Regel erst im Außen, als bei mir selbst anzufangen. Inwieweit konntet ihr hier jetzt folgen? Und wo habe ich einen Sprung? Wer ist dabei? Wer ist dabei? Okay. Meistens ist es so, dass ich mein Außen zwar wahrnehme, aber meistens auch in dem Du oder im Außen stecken bleibe.
Das heißt, der ist schuld und wie der sich wieder verhalten hat oder wie, was mein Vorgesetzter schon wieder haben will und was der von mir verlangt. Nee, ich habe doch die Entscheidung, ich habe doch die Wahl. Nämlich A, wahrzunehmen, was will der von mir? Habe ich die Aufgabe verstanden? Kann ich sie erfüllen? Und so weiter und so fort. Das Gleiche betrifft nicht nur euch im Einzelnen oder Mitarbeiter im Unternehmen, sondern geht auch um Führungskräfte. Und ich hatte schon gesagt, dass Führungskräfte einen erhöhten Anteil daran haben, die Veränderung zu haben. Das heißt, neues Bewusstsein der Führungskräfte, wenn ich mir jetzt ein Beispiel vorstelle oder ihr mit mir bitte, es gibt ein Unternehmen, 950 Mitarbeiter, circa 5 Geschäftsführer, 20 Führungskräfte mit einem Umsatzvolumen von 120 Millionen. Wir haben vorhin gesagt, besser, mehr, schneller, bla bla bla. Jetzt heißt es in der Firma, ist der Anspruch da oder das Ziel, ich will jetzt 30 Millionen in 2014 mehr erwirtschaften. Was tun denn die Führungskräfte in der Regel? Zuerst oder worauf konzentrieren sie sich? Welche Ziele? Sehr gut. Welche Ziele? Bitte? An was, oder frage ich andersrum, auf welche Seite sind die Leute, die neue Ziele feststecken oder Führungskräfte, konzentriert? Auf das Ich oder auf das Außen? Super! Wir können es ja. Hallo. Ich möchte gerne, Entschuldigung. Ich finde es ja, wenn man ein Thema rüberbringt über Bewusstheit, finde ich es gut, wenn man das vorlebt. Es war gerade der Hinweis, dass die Zeit rum ist. Ich sehe es hier. Ich sehe es hier. Ich sehe es hier. Okay. Ich habe jemanden vor mir, der mir einen Tipp gibt. Ich bin hier, um dass wir was bewegen und das ist gerade. Ja, aber ich sehe es hier, bitte. Ja? Danke. Im Außen. Okay. Die Antwort war richtig, Sie sind im Außen. Das heißt, wenn ich im Außen agiere, heißt, werden die Lösungen im Außen gesucht, indem ich sage, wie kann ich das jetzt verbessern? Das heißt, es geht der Druck erstmal auf den Vertrieb. Der Vertrieb muss mehr Aufträge machen. Sie kriegen Zielvorstellungen gesetzt. Es entsteht Druck. Es gibt keine Lohnerhöhungen. Sparmaßnahmen haben die Folge. Und eine weitere Folge ist, dass sich das Arbeitsvolumen pro Person in der Regel erhöht, eben durch die Sparmaßnahmen. Das heißt, der Druck wird noch größer und in der letzten Konsequenz kann ja das, was im Außen reingegeben werden, auch nur mit Druck zurückkommen und beantwortet werden. Und das ist die Grundlage für ein Mangelbewusstsein, für einen Mangel in Vollbeschäftigung, für bla bla bla. Wichtig ist aber, worauf ich mich heute mehr konzentrieren will mit euch allen, dass es den Unternehmen und insbesondere den Führungskräften, außer jedem Einzelnen von euch selbst sowieso, sinnvoll wäre, ein anderes Bewusstsein zuzulassen, das in die Richtung geht, was macht mich denn als Unternehmenskraft glücklich? Wie könnte denn die Frage des Ziels, vorhin habe ich gefragt, wie erreiche ich das Ziel? Neue Ziele setzen, die im Außen konzentriert sind. Ich könnte ja jetzt fragen, ist das Ziel, was ich mir hier gesetzt habe, ist das stimmig mit mir? Oder muss ich das vielleicht umformulieren, indem ich sage, passt das Ziel zu mir? Und wenn ich so umgehe und achtsam bin mit mir selber als Führungskraft, dann kann ich das auch leben. Das heißt, wenn ich Achtsamkeit zu mir habe, zwei Worte noch. Okay. Also wer dann mehr wissen will, es ist wirklich schwierig, hier so ein umfassendes Thema weiter zu transportieren. Und wer dann also doch mehr wissen will, der kann sich dann hier melden.
Okay? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und ich wünsche uns allen mehr Bewusstsein, mehr Bewusstheit, mehr Achtsamkeit, mehr Zeit, um die Dinge später zu verändern, insbesondere auch ein Aufruf an die Führungskräfte von morgen. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Maria.